Hallöchen Leute, nicht erschrecken, ich bin Pio Mark und willkommen zurück zu Borderlands. So, wir haben jetzt mal hier Waffe geswitcht, ich habe jetzt mal die SMG weggepackt und die hier rausgenommen hier, so. Dann ballern die alle auf mich schon, oder wie schaut's aus? Für Gegner, die etwas weiter weg sind, zum Beispiel die Gegner, die hier auf mich ballern, die ich nicht weiß, wo die sind. Ah, da drüben rennt man danach. Schauen wir, ob der vielleicht genauer ist. Aha, ja. Schießt jetzt genau daneben, wo ich hinziele. Oh, naja. Mal schauen. So, den da machen wir jetzt aber voll fertig. Wo ist ein Kopf? Da ist ein Kopf. Da ist er. Der Kopf. Da ist ein Kopf. Ist genau da, wo ich hinballer. Ist ein Kopf, Alter. Okay, ich glaube, mit der SMG hätte ich öfters drauf besetzt. Hallo! Ah, die Pistole ist ja dämlich. Schießt die hin, upsala. Ah, na, da kommt schon der nächste. Da muss ich noch nicht mal hin. Mal ein Schild aufladen. Ah, da haben wir schon nachladen. Aber ich glaube, das ist doch ein bisschen gescheiter. Okay, ups, dann habe ich mich doch vertan. Die Pistole wird auf jeden Fall verkauft. So, ich glaube, TK. Ist eh ein Automat oder auch nicht. Aber egal. Erstmal hin zu ihm. Mal schauen, ob er uns helfen kann mit unserem Problem. Was haben wir nochmal für ein Problem? Warum kommst du nicht her und wir plaudern? Okay. Du! Noch ein Schritt und es ist dein letzter! Du hättest deinen Gesichtsausdruck sehen sollen. Naja. Wenn du das wachst. So. Da sitzt er schon und will uns bestimmt bereitwillig helfen. Ach ja, wir müssen zu 9000 so und der will uns helfen dabei. Völlig. Keine Sorge wegen mir, ich kann auf mich aufpassen. Ich komme schon klar, okay? Alles cool. Okidoki, wer da? Oh, ein Neuer in der Stadt. Ich bin TK Baha. Warte, ich glaube, ich habe etwas gehört. Okay, beschaffe die gestohlenen Vorräte und kehre zu TK zurück. Ich habe es gehört. Die verdammten Skeks haben sich an meinen Vorräten zu schaffen gemacht. Verflucht sollen sie sein. Du, wer du auch bist. Ich will, dass du diese Rattenbastarde tötest. Sie haben ein halbes Lager ausgeraubt. Du musst mir meine Vorräte wieder beschaffen. Dann können wir reden, wenn ich mich etwas beruhigt habe. Klingt fair. Ich bin auf jeden Fall bereit. Ah! Hast du was geklaut? Hat er gewollt, geknurrt oder was auch immer das war. So, TK, ich habe nichts gehört. So. Das sind Bunny Hoppen, ist immer gut. Was mache ich jetzt mit der SMG anstatt mit der Schrot? Na egal. Na kommt, geht natürlich auch. Ein bisschen schwächen und dann draufhauen. Wie viele gibt es von euch eigentlich? So, jetzt haben wir die 8 Shotgun-Muni auch mitgenommen, beziehungsweise nur eins eigentlich. So, sieht ziemlich unappetitlich aus nach allem, was es durchgemacht hat. Klingt gut. Nehme ich mit, verzehre ich gleich auch direkt. War da was dran? Ja. Aha, noch was. Das sieht auch unappetitlich aus. Sehe ich genauso. Dann gibt es da hinten noch was. Bestimmt ohne irgendeinen Gegner oder so. Hi. Das ist doch ein Skeck-Welpe. Ja, hier. Dafür gibt es doch mehr EP. Dann ist es natürlich fair. Ist die Pistole besser als die andere? Zielgenauigkeit 77. Ja, bla bla. Die hat, naja, auch schon 75, aber. Ziemlich ungenau. Egal, verkaufen. Die wird auch verkauft. Was ist mit euch eigentlich? Warum zielst du auf den? Das ist einer direkt vor mir. Oh, hi. Du bist doch direkt vor mir. Das habe ich nicht mitbekommen. So. Shotgun Money. Perfekt. Bin voll mit allem. Super. Immer schön mit verschiedenen Waffen ballern. Dann wird das auch was. Genau, wenn ich öfters mit Pistolen. Wenn ich Leute mit Pistolen killen mehr, dann. Meine Skills sind ja auch besser. Und genauer.
Und sowieso überhaupt alles. So, ich habe jetzt den Spielstand wieder ein bisschen lauter gemacht. Ja, das sollte man eigentlich hören, ja, egal was passiert. Dich habe ich gesucht. Jo, da bin ich. Keine Sorge wegen mir. Ich kann das klang verdammt gut. Klar, okay. Zu Boden gehen, alles das cool. Gexen. Musik für meine Ohren. Hast du meine Vorräte dabei? Danke, Fremder. Du suchst also einen Nine-Toes-Unterschlupf. Den findest du drüben in Skag Gully. Tja, du musst mir bei meinem Skag-Problem helfen. Du hast mir bei meinem Skag-Problem geholfen. Also helfe ich dir bei deinem Nine-Toes-Problem. Dankeschön. Hast du Granaten? Gute Nachrichten. Ich habe gerade erfahren, dass Markus' Waffenautomat im Firestone wieder funktionstüchtig ist. Bevor du dich auf die Jagd nach Nine-Toes begibst, solltest du dir ein paar Granaten besorgen. Ich bin wirklich erleichtert, dass du dieses Gags erledigt hast und würde dir gerne welche geben, aber seit meinem letzten Fischzug sind keine mehr übrig. Begib dich also nach Firestone und kaufe ein paar Granaten, kehre anschließend zu mir zurück. Gut gemacht. Oh, Markus. Ich habe beschlossen, meine Filiale in Firestone wieder aufzumachen. Ja. Yeah. Komm und kauf dir neue Ausrüstung. Oh. Skag wird im Level 2. Brauchen wir zwei Nahkampfangriffe. Und da rum sind wieder welche. Am Facewalk könnte mir einfach vorbeischleichen, aber dann. Aber egal. Machen wir eh nur den. Level 3. Aha, nicht schön. Allem drum und dran. Ja, dann lassen wir einfach. Sind unnötig, da jedes Mal gegen die drei da zu kämpfen. Die kommen da ja nicht her. Hoffe ich. Jo, vielleicht sollten wir hier hingehen, wo gerade die Tür aufgeht. Und die Automaten drin stehen. Ich wollte was verkaufen. Genau, passt, passt, passt. Wir haben natürlich was kaufen, ganz klar. Nämlich. Mods. Unten stand, hier kriegst du deines. Revolver-Munition gibt's auch. Mhm, Agenten, bla bla bla. Die habe ich aber nicht. Wahrscheinlich kriege ich deshalb keine Muni dafür. Level 13, ach eh, okay, ich bin Level 4 oder so. Ausrüsten im Kontaktgranaten zu werfen. Kontaktgranaten mit einer Fremdberührung. Kartenschaden 35, ist wirklich so gut. Ich lasse es dabei, weil wir können sowieso noch nicht viel machen. Granate kaufen müssen wir auf jeden Fall mal. Und dann werden wir wahrscheinlich hier welche bekommen. Das ist eine Granate, drücke R1, um eine Granate zu werfen. Okay, dann tun wir das Granatenanzeigemodul auch noch laden. Das ist jetzt hier oben. Alles klar, ich habe mal drei Granaten. Ich dachte, ich habe eine gekauft. Okay. Sparen? Warum lässt mich Markus darauf hin, was ich machen soll, wenn ich sparen will? Und warum ballert der eine Typ da draußen die ganze Zeit auf Claptrap oder was auch immer? Während der einfach nur tanzen will. Effektiv gegen nackte Haut, Level 7, das bin ich alles noch nicht. Deshalb glaube ich, bleibe ich erstmal bei den Sachen, die ich finde. Und wenn es danach was gibt, dann kaufe ich was, glaube ich. Plus 500% Feuerstoßanzahl, okay. Ich tanze und wird gerade abballert die ganze Zeit. Soll ich das kaufen oder, weil nachher ist es weg wahrscheinlich. Geht dann lass es. Da, was ist mit euch? Wem ballert sie eigentlich? Ja, ich hoffe dich. Ach komm, tschüss. Was hast du für mich? Kugeln, die mit mir vorbeifliegen, das ist aber nett. Okay, nice Dance Move. Willst du auch tanzen, so wie Claptrap? So. Granate kaufen, Granate, alles gemacht. Da irgendwo ist noch ein Gegner, ist wahrscheinlich ein Skick oder so. Nicht so wichtig, dann rennen wir wieder zurück. Bleibt ja nichts anderes übrig. Ach, DK, bin ich froh, dich wiederzusehen. Hey, warum kommst du nicht her und wir plaudern eine Runde? Gute Idee. Ist immer schön, Gesellschaft zu haben. Hast du noch zwei Granaten? Großartig. Nein, ich habe drei, glaube ich. Großartig. Das wird uns sehr nützlich sein. Jetzt kannst du nach Skag Gully gehen und sie Nine Toes in den Hintern schieben. Das ist eine tolle Idee. Ich bekomme keinen Level Up. Nein. Okay. So, Nine Toes wartet auf dich in Skag Gully. Ich habe aber den nächstgelegenen Eingang verbarrikadiert, als die Skags wild wurden. Der Eingang lässt sich nicht mehr öffnen, aber glücklicherweise habe ich ihn mit Sprengstoff versehen. Immer vorausschauen, sage ich immer. Wenn du darin drin bist, suche das Grab meiner Frau. Zufällig habe ich eine ihrer Lieblingskanonen hinter dem Grabstein versteckt. Damit kannst du Nine Toes erledigen. Sie hätte es so gewollt. Okay, wenn du das sagst, dann mache ich das so. So, müssen wir sonst irgendwas...
Ja, ich hoffe es eh schon, Alter. So. Hallo. Wann ich will, soll ich wieder kommen. So viel Muni. Die ich aber auch nicht mehr aufsammeln kann, weil ich schon voll bin. Zwei Nachanfang, Alter. Zack. So. Muni verbrauchen hier. So. Die ganze Zeit, dass ich keine Muni mehr aussammeln kann und Dings, und dann werde ich keine Muni verschwenden. Oder jetzt ist schon 300, was weiß ich, Shotgun-Muni liegen lassen haben. Noch einer? Nope. Gut. Das sind noch ein paar. Mir keine IP mehr, ich kann eigentlich schon direkt die Barrikade zerstören. So, das ist natürlich noch besser, wenn der mich nicht angreifen kann. So, ich sammle ja alles automatisch auf, brauche noch weiterrennen. Passt, passt, passt. So. Gut, na dann sprengen wir mal. Nice. Den Rums hat man ja bis hierher gehört. Wird Zeit, dass Ninetoes auch so ein Ding abbekommt. Ich geb dir seine Koordinaten auf dein Echo-System. Komm bei mir vorbei, wenn du ihn in seine Einzelteile zerlegt hast. Ich versuch's. Nachdem du Level 5 erreicht hast, kannst du das nächste Skill deines Charakters freischalten. Das würde ich eigentlich gerne, aber ich bin auch nicht Level 5. Skekali. Wahrscheinlich ein paar Skeks werden hier rumlatschen. So, Skekali entdeckt. Haben wir auch. Null Problemos. Hier gibt es noch ein paar Automaten. Das können wir schon nehmen, aber. Schaftgranaten. Das ist natürlich. So, Upgrades. Ach, Upgrades. Wie viel kosten die? Okay, nicht so viel. Nehmen wir auf jeden Fall mal die für die Waffen, die wir gerade benutzen. Also Shotgun verbessern wir mal. Ist das jetzt weg oder nein? Das ist noch immer da. Kann ich aber nicht verwenden. Okay, verstehe nicht. Aber egal, das habe ich mir schon fast gedacht. Aber warum kann ich das nicht verwenden? Moment. Keine Ahnung, warum das da schon steht. Egal. So, das andere brauchen wir eigentlich dabei nicht. Pistolen-Muni-Upgrade. Wenn, dann verwende ich dann Pistolen. Ding, Neuling. Oh, ich bin Level Up. Wenn ich ein paar Sachen gekauft habe. Okay, da gibt es ja diese Herausforderungen. So, du hast einen Skillpunkt erhalten. Upsi. Skillpunkt erlauben es dir, deinen Charakter mit zusätzlichen Skills und Spezialisierungen anzupassen. Gib deinen Skillpunkt jetzt aus, um deinen Aktionsskill freizuschalten. Dann machen wir das direkt. Schild habe ich ausgerüstet, Granatenmod habe ich keinen, Klassenmod auch nicht. Falls das ein Klassenmod ist, wahrscheinlich. So, dann geben wir den Punkt direkt hierfür aus. Abklingzeit sind 36 Sekunden. Das ist ein Action-Skill. Drücke L1, um deinen Action-Skill anzusetzen. Nach Verwendung ist das Skill erst wieder verfügbar, nachdem er wieder aufgeladen wurde. Super, da wird das Skill-Anzeigemodul wieder aufgeladen. Perfekt. So, was macht das? Werde unsichtbar und bewege dich mit unglaublicher Geschwindigkeit. Das Eintreten und Verlassen des Phase-Walks verursacht eine Phasenexplosion, die Feinden in der Umgebung schadet. Ein Phase-Walk kann mit einem Nahkampfangriff vorzeitig beendet werden. Genau. Dann sind wir nämlich unsichtbar und können dann weglatschen von den Gegnern. Falls die gerade nerven. Das ist ein blaues Schild. Langsame Gesundheitsregeneration. Langsam. Das ist halt die Frage, wie langsam. Langsame Gesundheitsregeneration klingt gut. Schnelle Aufladung. Das ist sogar ein bisschen besser als meines, aber nicht um viel, glaube ich. Im Vergleich mit meinem ist das das, was ich habe. Nein, das ist das im Laden. Ausgerüstet da unten. Warum kann ich das mit einer Waffe vergleichen? Egal. Ja, es hat 1 schnellere Ladegeschwindigkeit, also. Will ich keine 1000 Dollar dafür ausgeben? Habe ich auch gar nicht, ich habe nur 50. Ja, ist ja gerade alles noch ausgegangen. Okay, dann brauche ich mich im Laden gar nicht umschauen. Habe ich was zum Verkaufen? Nope. Okay, na dann ist der Laden eigentlich für mich sowieso gerade mal tabu. So, Zeit 15 Minuten erst. Passt perfekt. Dann machen wir ein paar Skeks. Töten wir ein paar Skeks. Schauen wir mal, was diese Phasenexplosion da am Anfang. Wie so, komm mal her hier. Wenn ich da reingehe, ja, das hat ein bisschen Schaden verursacht. Wenn ich den Nahkampf fange, können wir auch so
absolut abscheulich. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe, aber. Moment. Ich habe kurz die Waffe für Gold irgendwie, aber. Das ist nur der Rahmen. Vom Waffenhersteller wahrscheinlich. Der Diora ist gelb. Ich glaube, der hat mal irgendeine andere Farbe. Nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Kann man verkaufen. Ich brauche gerade Kohle. Darf ich das kurz? Dankeschön. Aua, hallo. Ist doch nicht so nett. So, haben wir da vielleicht gleich ein besseres Schild? Nein, sehr langsame Gesundheitsregeneration. Ist halt ein bisschen schlechter. Ah ja, wird eigentlich hier schnell aufgeladen. Und das können wir auch immer noch verbessern. Also. Alles supi. Ah, ein paar Skeks. Flippen. Das Level 4. Ich denke gerade wieder mit. Ich wollte gerade testen, ob ich den mit einem Nahkampfangriff hätte schon down gekriegt, die Level 2. Aber das war dann ein Level 4er und dann ist es logischerweise nicht gegangen. So, warum? Ich bin auch der ganze Zeit voll mit Munde, ich sollte mal ein bisschen was verbrauchen und dann erst hier alles durchsuchen. So, hier haben wir das gerade noch Versteck. Ach ja, so. Da haben wir ihn dann eine komische SMG. Moment, ich wechsle mal. Für ein schnelleres Wechsel der Waffen stehen dir zwei Slots zur Verfügung. Weitere Waffen werden in deinem Rucksack abgelegt. Du kannst wählen, welche Waffen deine Slots erhalten sollen, indem du deinen Rucksack mit Touchpad öffnest und den Slot die entsprechende Waffen zuwirst. Jo, so. Nachladegeschwindigkeit ist besser, die Feuerrate ist ein bisschen niedriger, aber dafür alles andere besser. So, wenn ich gedrückt lasse, wird die automatisch ausgerüstet. Perfekt. Und dann haben wir auch schon eine Pistole. Plus 100% kritischer Trefferschaden. Das klingt gut. Rückschussverringerung. Zielgenauigkeit. Wahnsinn. Zielgenauigkeit ist ziemlich hoch, ja. Wechseln wir dabei doch zu der hier. Kritischer Waffenschaden, das ist nämlich super gut. Die habe ich, glaube ich, immer verwendet. Ja, kritisch. Das macht dann ziemlich viel Schaden. Scanner läuft nicht. Warte, Moment. Wenn alle da sind. So, einmal das. Und dann wieder raus. Und alle sind tot. Der bringt sich selbst um. Tja. ja, das Geld wollte mal. Ja, das Geld ist super. So. Geld, Geld, Geld. Bisschen Money. Jetzt finde ich auch ein bisschen Pistolen-Money, glaube ich. Jo. So. Passt, passt, passt. Da bin ich jetzt ziemlich voll. Deine erste große Prüfung steht vor der Tür. Ich hoffe, du bist gut gewappnet. Ja, ich habe jetzt eine coole Pistole, die ziemlich viel kritischen Treffer macht, Schaden macht. Ziemlich viel kritischen Treffer macht. So, was kostet euch die? Die eine SMG will ich behalten, die was ich gerade gefunden habe. Die da, yo, Feuerrate, also das ist. Okay, den brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Schild brauche ich, passt. Okay, okay, was ist mit dir eigentlich? Jo. Die ist auch ziemlich genau. Das ist auf jeden Fall um einiges besser. Ah, den darf ich noch nicht. Was stehst du da hinten rum? Ja, komm ruhig her. Sehr gut. Ah, komm da ganz hinten. Alter. Ich dachte, mir wird das super. Und dann nicht mal auf den Kopf. Ach, da kommt der Nächste. Miniaturschütze. Muss ich erzählen, aber darf ich nicht. Was soll da noch um? Ah, naja, naja, naja. Das hat bestimmt wehgetan, Lilith. So, darf ich jetzt mal noch kurz hier schauen, was für Schilder wir hier haben. Hohe Kapazität ist erst ab Level 7. Wir sind, glaube ich, gerade 5 geworden. Gesundheitsboost ist Level 10. Gesundheitsboost 30%. Sehr langsam. Gesundheitsregeneration. Das können wir alles noch nicht. Dann lasse ich es erstmal, glaube ich. Mein Schild ist Topi 71. Und bla bla bla. Ich hätte irgendwas mit Ladeverzögerung. Und also ein Quatsch. So. Keine Pistolenmuni für mich, die ich gerade willens war zu verschwenden. Hallo? Jemand da? Ich glaube nicht. Die haben schon alle erledigt. Pistolenmuni. Bisschen, okay, na gut. Habe eh nicht so viel verschossen, wie es aussieht. So, ein bisschen Geld,
mir noch drin. Shotgun-Muni brauche ich dafür nicht. Was habe ich als Zeit auch jetzt? CD Shotgun. Oh, okay. So, da ist schon die Arena. Okay, na dann muss ich schauen, dass ich meinen Facewalk ganz gut einsetze und immer kritischen Schaden mache. Und so weiter und so fort. Mal schauen, ob es klappt. Du hast dir den Falschen ausgesucht. Ach was. Nine Toes. 19 und er hat auch 3. Ja, okay. Das klingt furchtbar. Kritisch. Ja, kritisch. Das schaut gut aus. Moment, wie triffst du mich? Nein, nicht. Rennt er weg von den Granaten? Naja, nicht so gut. So, dann werfen wir gleich mal hier hin. Das haben wir nice getroffen. Hier noch ein paar Kopfschüsse. Ups, ich wollte eigentlich darauf, aber. Das ist ein komischer Skeks von ihm. Was? Moment. Das wollte ich eigentlich machen. Upsi. Finger, was? Finger und kleiner Finger. Wahrscheinlich gescheit, oder nicht? Kleiner Finger zuerst machen werde. Moment. Machen wir es einfach so. Was war das? Hallo? Darf ich den nicht? Ah, okay. Okay, das macht doch ein wenig Schaden. Puh, das war's schon. Ja, wirklich. Schon wieder Level Up. Nice, eine lilane Waffe schon. RF4U. RF4U Stabilized Repeater. Das ist eine Pistole. Das ist so wie die. Nur halt ohne den ganzen Kram. Nee, ich glaube, die verwende ich einfach nicht. Eine Feuerwaffe. Klingt gut. Vorsicht C, Verlustgefahr. Ah, das ist die Waffe von dem. Okay, was haben wir noch? Noch eine Waffe. Dann kommen wir dann. Ist das wieder eine Combat Rifle dann? Jo. Einige Waffen verfügen über zusätzliche Elementartechnologie. Elementarwaffen bieten gelegentlich erhebliche Vorteile, wenn du einen kritischen Treffer landest und einen Feind damit zum Beispiel in Brand setzt. Supi, da haben wir auf jeden Fall dann mal eine fette Machine Gun. Mal schauen, ob ich die verwenden will. So, Combat Rifle Muni finden wir jetzt auch, weil wir die im Inventar haben. Finde ich okay, weil wenn sonst wäre nur alles voll die ganze Zeit. Und so bekommen wir einmal Muni. So, was haben wir hier Schönes? Ein Sniper, unser erster Sniper. Welche werden unser erster Sniper sein? Plus 200% kritische Trefferschaden. Die genauso. Einmal Waffen suchen, was? Was sind Schaden? Plus 9% Schaden, darum. Feuerrate bei der gleich schlecht, das ist auch gleich gut. Das sind eh eigentlich dieselben Snapper, oder? Plywood. Nur da ist das GGN9 und das ist die normale GGN. Oh, dann werde ich auf jeden Fall die GGN9 behalten. So, erstmal, bis wir eine bessere Snapper gefunden haben, natürlich. So, haben wir noch eine fette Waffenkiste. Combat Rifle Money bitte. Dankeschön. Perfekt. So, und dann schauen wir mal in die große Waffenkiste noch ran. Wirklich. Überhaupt nichts dagegen. Plus 13 Magazingröße, 25 Magazingröße. So, eine Schrotflinte. Schauen wir mal, ob die besser ist. Scheint so, die Zielgenauigkeit ist viel schlechter. Das ist das Problem. Plus 2 Projektile abgefeuert. Ja, darum ist wahrscheinlich so ungenau. Weil 50.000 Projektile gleichzeitig abgeschossen werden. So, haben wir alles durchsucht? Ich glaube ja. Dann werden wir. Da haben wir noch ein Klo. Ja, das ist sehr wichtig. Combat Rifle Muni. Okay, das ist Muni, die ich nicht brauche. So, komme ich hier wieder zurück. Yes, gut. Dann werden wir voraussichtlich jetzt unseren Skillpunkt einsetzen für. Steigert deine Schildkapazität. Klingt gut. Deine Nahkampfangriffe können Feinde verwehren, wodurch sie langsamer werden und eine Zielgenauigkeit verlieren. Das ist auch nicht schlecht. Alle meine Nahkampfangriffe, Wahrscheinlichkeit von Variierung gegen Schadenderben des Feindes im gleichen Level. Plus 20%. Das heißt 20% Chance, dass er verwirrt wird bei einem Nahkampfangriff und nicht mehr kleiner zielen kann. Das habe ich glaube ich immer verwendet. Verbessert deine Feuerrate mit allen Waffen. Feuerrate, okay, naja, ist jetzt nicht so. Das was ich meine. Steigert die Chance auf Elementareffekte durch Elementarwaffen, das ist auch nicht schlecht. Steigert deinen kritischen Trefferschaden, auch nicht schlecht. Gehört im Anschluss an den Facebook für einige Sekunden Widerstandsfähigkeit gegen alle Schäden. Das ist super, so soll ich jetzt Schildkapazität nehmen, das würde ich auch gerne nehmen. Da Schadensverringerung nach dem Facewalk klingt auch ganz gut. Ich glaube, ich tue das erstmal. Minus 14%, das ist doch schon mal was. Habe ich mit irgendeiner Waffe von den...
Shotgun-Hunde bin ich auch schon wieder voll. Okay, okay, okay. Na dann zum Ninetoes zurück, ich meine zu TK Baha. Das war der erste Schritt auf deiner Reise. Du musst auf mich hören. Es ist unwichtig, wer ich bin. Zunächst musst du wissen, es gibt die Kammer. Man wird versuchen, dich abzulenken, dich auszunutzen. Aber du darfst dich nicht von deinem Ziel abbringen lassen. Die Kammer ist hier und wir finden sie. Diese Welt ist voller Gefahren. Wappne dich und zieh los. Ich beobachte dich. Ich habe gerade zu wenig Geld, aber ich habe gerade gemerkt, das Schild ist schlechter, als man das kann verkaufen. Ich hätte das Schild gern mit der langsamen Gesundheitsregeneration, das was ein bisschen besser ist als meins. GGN, die haben gesagt, gehen wir weg. Terrible Shotgun, ja, Terrible Scattergun meine ich, ups. So, da irgend so ein Repeater, der hat so viel Muni, aber dieser Ladyfinger-Dings da, den wir so jetzt gerade haben, der ist eigentlich super. Da kommt Schaden, da ist ziemlich wenig Schaden dafür. So, wenn ich dabei auch nicht, das ist unser alter SMG, glaube ich. Nein, das ist die neue schon. Gut, jetzt haben wir, wie kostet dieses Schild? 1500, das geht sich genau aus, das geht sich gerade aus. Sehr langsam Gesundheitsregeneration, das will ich sehen. Haben wir mal unser Schild weg. Da biebt's direkt, aber wir rüsten unser Nägel aus. So, 81, 15. Und so langsam Gesundheitsregeneration bringt sich jetzt erstmal nichts. Mehrzweckgranaten, okay. Na. Oh. Okay, schauen wir mal, wie schnell wir sind. Na, so schnell. So, hält dabei noch nicht lang. Aber das wird schon. Bist du Level 2? Ah, geht immer nicht aus. Ah. 44 GP ist immer noch viel. Also kein Problem, wenn wir den noch killen. Level 2er hier. Warum baller ich nicht einfach? Oh, geil. Serienkiller. Die Herausforderung schon wieder beendet. So, jetzt hätte ich die langsame Gesundheitsregeneration sehen können, aber die haben wir leider nicht. Die haben wir leider nicht mal komplettes Schild abgezogen. Schade. Ah, Borderlands ist schon cool. So. Gut, Geld haben wir keins. Sachen haben wir auch nicht aufgesammelt. Also, brauchen wir erstmal nicht hin. So, nach dem Level 5, bla bla bla. So, Claptrap begrüßt uns wieder in den Arid Badlands. Wo wir uns mal kurz wieder mit Big TK Baha treffen. Und der freut sich dann wahrscheinlich. Und ich mir sowieso und Seth vielleicht auch. Mal schauen. Combat Rifle sind wir auch bald wieder voll wahrscheinlich. Oh, da sind noch was Gags. Da lassen wir die mal in Ruhe, wenn die uns auch in Ruhe lassen. Ja. Passt. Cool, cool. Und zurück. Nochmal schnell den Mülltonnen durchwühlen. Nach Geld und ein bisschen Snapper-Money. Ja, du bist kein Skag, oder? Nein? Dein Glück. Ich schieße nur aufs Keks. Meistens jedenfalls. Klingt gut. Was willst du, Odo, schon wieder? Hast du also wirklich durchgezogen? Das wird seinem Boss Sledge sicher gar nicht gefallen. Ach, wenn doch nur meine Frau hier wäre. Wie war noch gleich ihr Name? So einsam. 2880 Erfahrung. Okay, ja danke. Bin schon wieder Level abgekommen. Nein. Nein, das glaube ich nicht. Geh zu Dr. Seiden Firestone und hole dir deine Belohnung. Nantos ist tot, gute Arbeit. Aber ich würde dafür... Ich werde dich dafür mit Sicherheit nicht bezahlen. Du solltest nach Firestone zu Z zurückgehen. Er sollte dich bezahlen dafür, dass du seinen Arsch gerettet hast. Irgendwie schon, ha? Huh? Okay, ich bin jetzt Level 7. Schöner Level. Du bist ja ganz nett und so, aber ich muss mal was wegbringen. Hä, was? Was Ekliges? Hä? Ist eh schon weg? Was? Wisst ihr was? So kann man die auch umbringen. Dann kann ich meinen Skillpunkt gleich direkt wieder einsetzen für, ich glaube ich mache nochmal das.
Fürs Erste, was haben wir da als Nächstes? Steigert den Nahkampfschaden und die Dauer des Phasewalks. Genau, das habe ich gemeint. Entfernt töten, erhöht für einige Sekunden eine Zielgenauigkeit und dann Waffenschaden. Klingt auch gut. Ja, klingt so, das Facebook. Projektilschaden und Projektilgeschwindigkeit. Das ist alles gut, nämlich was da ist, auf der rechten Seite. So, wir wollen schon Schluss machen, aber wenn wir nur zu Dr. Z gehen müssen, dann machen wir das auch noch. Und wie? So. Und wie du tanzt, Bruder. Das war diese Munikiste da wieder, aber. Au. Ah, ich bin das Feuer gesprungen. War der Feuer? Ja, da war Feuer. Wow. Das hat mich 100 Pro erwischt. So. Also wieder die Munikiste, aber. Ich bin voll mit Muni, oder? Ah, okay, doch. Passt. Na gut. Dann hat sich das doch noch ein bisschen gelohnt. Jo. So, auch noch mit was. Jo, perfekt, perfekt. Geld nehme ich auch mit. Aber du kannst mir trotzdem noch bezahlen, selbst kein Problem. Du hast Nintos erledigt und Feierstone einen großen Dienst erwiesen. Die Belohnung hast du dir wirklich verdient. Leider war ja nur ein Rädchen in ihrer Maschine. Das eigentliche Problem ist dein Boss, Sledge. Tja, schade. Zur Erfahrung diesmal wieder 108, aber wir haben ja einfach nur ein paar Meter gehen müssen. So, wir kriegen einen Mod, eine Mirf-Granate, feuern bei der Explosion weitere Granaten ab. Die mag ich, haben zwar weniger Granatenschaden wahrscheinlich als normale Sachen, aber egal. Informiere dich am schwarzen Brett im Firestone über die nächste Aufgabe. Schätze, du wirst Pandora ganz schön aufmischen. Wenn du mehr Arbeit suchst, informiere dich am schwarzen Brett. Okay, redest du noch irgendwas? Du hast einen Granatenmod erhalten. Granatenmods beeinflussen das Verhalten deiner Granate in hohem Maße. Halte nach neuen Granatenmods Ausschau, die deinen Granaten mit verschiedenen Fähigkeiten und Attributen ausstatten. Warte, ich check dich out. Ah, okay. Wenn du den verwendest, werden deine Protean-Granaten stärker und verfügen über spezielle Fähigkeiten. Oh, ne? Ich werde gleichzeitig hin. Entschuldigung, was hast du gesagt? Wahrscheinlich nur, dass das schwarze Brett wieder funktioniert oder so. Okay, cool. Ach, das ist auch schon eine Mission. Du hast das schwarze Brett gefunden. Es enthält verschiedene Aufgaben, die du für Belohnungen und Gegenbezahlung erledigen kannst. Komm ab und zu vorbei und überprüfe das Brett, denn es wird ständig aktualisiert. Das ist super. Doch wenig Erfahrungspunkte. Kein Geld, schade. Aber von wem auch? So, Catch a Ride. Finde und benutze die Catch a Ride Station vor dem Tor an Firestone. Sehe, hier spricht Scooter. Wenn es dich irgendwo da draußen in Firestone gibt, solltest du es mit meinem Catch a Ride versuchen. Okay. Du findest mich gleich südlich von der Stadt. Ist schon seit Monaten nichts mehr los und ich bezweifle, dass es mit Ninetoes und den anderen Bediensteten im Anmarsch überhaupt noch funktioniert. Sehen wir uns an. Story-Mission und hier haben wir eine optionale Mission. Zu Tiki Baha gehen, hat weitere Arbeit. Hey Fremder, solltest du noch unter den Lebenden fallen, wandeln, meine ich, wählen? Wählen, sagt man doch auch, ob und so, oder? Wartet Arbeit auf dich. Komm vorbei und ich erkläre es dir, das ist auf Level 10. Machen wir erstmal das mit Catch a Ride, glaube ich. Okay, ich wollte einen Schuss machen, aber gut, dann lese ich halt noch einen Roman. Du kannst jetzt an mehr als einer Mission gleichzeitig arbeiten. Missionen können als aktiv markiert werden. Auf deinem HUD werden Wegpunkt und Ziel für diese aktive Mission angezeigt. Du kannst deine aktive Mission unter dem Reiter Missionen im Echo-Gerät ändern. Drücke Touchpad, um dein Echo-Gerät aufzurufen. Markiere die Mission, die aktiv sein sollen, und drücke X. Hey, bist du der Typ, der alles umrichtet, wenn man das bitte sagt? Das Catch-a-Ride bei Fahrrad ist noch ramponierter als der Body meiner Mutter. Wäre schön, wenn du dich drum kümmern könntest. Um das System, nicht um meine Mutter. Geht um Skagness, du verstehst schon. Ich denke schon, ja. Viel Spaß damit, ich habe jetzt eine viel bessere Waffe. Da reichen jetzt schon zwei normale Schüsse. So, da hinten gammelt auch noch einer rum. Eigentlich nicht, ich will eigentlich nur... Ich hab's echt drauf, scheinbar. So, da ist das Catch a Ride. Hier sind noch irgendwo Gegner. Warum? Ist tot? Oh. Egal, so. Jetzt wollen die anderen eh nicht mehr. So, so, hier können wir dann das Catch a Ride benutzen. Irgendwo, davon. Hier. Nutzen. Hier haben wir leider keine Anzeige. Das sollte eigentlich eine Anzeige sein, glaube ich. Wollt ihr jetzt was von mir oder nicht? Eine P, ja, die geben nichts mehr. Ach komm. Okay, dann würde ich aber sagen,
Bevor wir hier das Catch a Ride aktivieren, war es erstmal mit dieser Folge. Wir haben einiges geschafft. Hier können wir wieder verkaufen für $45. Krass. So, und der Facebook ist auch schon wieder aufgeladen. Das geht ziemlich schnell. Und ja, das machen wir dann in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bevor der kommt, drücke ich dann doch lieber Pause. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder dabei. Ich muss jetzt aber leider weggehen und was dringendes erledigen. Also tschüssi!